Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Tomb Raider. Wir sind hier gerade inmitten der Uni-Armee. Hier kommen immer mehr durch die Tür und ich habe irgendwie noch keine Lösung gefunden, wie wir jetzt hier vorankommen sollen. Vor allen Dingen, wir stehen direkt über denen und das kriege ich mit und das werden immer mehr. Und es gibt hier keinen Weg. Wir kommen weder da hoch, noch hier rum, noch sonst irgendwie vorbei. So, da haben sie mich entdeckt, die guten Jungs. Und da haben wir keine Chance. Also so von wegen Nahkampf suchen können wir vergessen. Aber sonst nicht, wie wir da irgendwie hinkommen sollen. So, die Erfahrungspunkte haben wir mitgenommen. Wir können hier rüber. Aber selbst wenn wir jetzt hier... Wir müssen ja aufpassen, dass da einfach keine kommen anscheinend, oder? Und dann hier runter. Ja, wir kommen ja auch nicht durch. Wie wissen wir das denn? Ich verstehe es nicht. Es muss doch einen Grund haben, dass das hier... Ah. Das ist ja einfach. Ich werde hier durchkommen. Es ist schon klar, dass die 30 Leute da rechts uns überhaupt nicht sehen, ja. Jetzt haben wir zumindest wieder ein Ziel. So, einmal rüber da. Festhalten. Na ja, komm, macht hin. Und roll rüber. Oh, schneller. Jihau. Komm, Lara, lauf. Rutsch. Rennen, was auch immer, mach irgendwas. Hm, die Ecke des Klosters kennen wir doch schon, oder? Hier haben wir damals unsere Schrotflinte gefunden. So nicht, Kollege. Jawolle! Pistolenkiller. Warum rennen jetzt hier so viele Ratten rum? So, gibt's ja eigentlich im Kloster noch was? Nö, hier gibt's überhaupt nichts mehr zu finden. Da hinten ist noch eine Schatzkarte. Und ein Lager. Das nehmen wir mit. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen, wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Ja, ich habe hier in der Zwischenzeit, wo Lara euch das ja gerade erzählt hat, die Splittergranaten nochmal verbessert vom Gewehr. Und gucken wir mal, was das jetzt so kann. Also noch größerer Radius bei unseren Granaten, die ich sowieso nicht benutze. So, hier gibt es noch eine Kiste. Ein paar EP nehmen wir noch mit. Und dann brechen wir mal das Türchen hier auf. Na, Hallöchen.
Was gibt's hier? Ja, da würde ich gerne rüber. Oh ja, das kennen wir ja. Gibt's einen Haufen Munition hier oben. Jonah und Reyes haben da auch ordentlich zu tun, wie sich das anhört. Und wir müssen uns jetzt echt beeilen. Wow. Da ist eine weiche Feinde Lara. Und wir werden beschossen. Jawohl, gegen alle oder was? Das soll jetzt ein Witz, oder? Das soll jetzt echt ein Witz, oder? Oh, die haben Explosionspfeile, verdammt. Mit deinem blöden Samurai-Schwert, ey. Ich hab ne Axt. So, ich sterbe. Meine Güte. Das meinen die doch hier nicht ernst. Jawohl. Pfeiler. Und noch mehr. Hey, hey, hey. So, kurz mal hochheilen. Weg mit dir. Lara verschießt nicht die ganze Munition. Oh, von hinten in den Rücken. Oh, das sind viel zu viele. So, komm Nummer 2. Hat so ein bisschen in die Luft getreten, die gute Dame. Du wolltest mich doch eben schon töten, oder? Beziehungsweise hast es eben schon geschafft. Meine Güte. Das lief gerade besser. Einfach mal richtig reinhalten in die Menge. Kopfschuss. So, Hammer. Hier nochmal alles mitnehmen, was es gibt. Waffenmodifizierung, Munition, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Wir brauchen es, wir haben es echt nötig. Wir müssen uns hier gegen Feinde wehren, völlige Übermacht. Meine Güte. Da haben sie echt ein bisschen übertrieben. Ach, wir haben Granaten. Ich vergesse es immer. Vor allen Dingen, ich kündige euch ja immer an, dass ich die Granaten vergesse, ja. Und ich werde jetzt wahrscheinlich wieder nicht dran denken, wie... Wow, Kollege. Das kann ich auch. Drecksäcke. Das kann ich auch. Alter Falter. So, wo kommen die nächsten? So, die kicken wir da runter und dann schießen wir da mal rein. Runter hier, meine Ecke. Kurz mal nachladen. Blöden Bogenschützen nehmen wir auch noch mit. Da hinten ist noch einer.
So, ich brauche Munition. Kommt, 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 Leute. So, der ist hin. Da drüben kommen noch welche. Dass die noch nicht von hinten an mich rankommen, wundert mich ein bisschen. Wollen alle nur über den Weg. Da, 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 da. Da habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Da kam jetzt wirklich mal einer von hinten. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, sieht so aus. Da können wir jetzt was kaputt ruppen. So, wir nehmen hier noch alles mit, was es hier noch gibt. Alter, waren das viele. Oh. Falsche Waffe, würde ich mal sagen. So, was können wir denn hier alles noch rausholen? Bergungsgut. Und eine Granate. Gut, Hammer. So, dann kommt da jetzt sicherlich der Große. Da ist er. Yep, genau so macht man das. Wir nehmen hier nochmal das Lagerfeuer mit. Weil wir haben einen Fähigkeitenpunkt bekommen, so viele Leute, wie wir gerade abgeschossen haben. Und können jetzt hier noch entweder den Pistolenexperten oder den Schrotflintenexperten lernen. Ich bin natürlich für den Pistolenexperten. So, jetzt können wir das selber auch mit der Pistole machen. Den coolen Trick, den wir ja mit dem Gewehr bisher gelernt haben. Und wir haben noch ein paar Bergungsrüstungspunkte und so. So, da würde ich sagen, machen wir unser Gewehr voll, weil das benutzen wir doch relativ oft in der letzten Zeit. Und lernen da jetzt, also lernen, das heißt, bauen jetzt noch den Präzisionslauf an. So, fertig. 100%. Für mehr reichen unsere Punkte leider nicht mehr. So, Munition haben wir voll. Jungs, ihr könnt hier ruhig noch weiter eine Runde rumhängen. Ich sah da gerade ein Paket. Ich dachte, hier gibt es nichts mehr zu finden. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Gucken wir nochmal ins Loch. Nichts drin. Ich dachte, hier gibt es nichts zu finden. Nö, hier gibt es tatsächlich noch drei Vasen zu finden. Ach, hier gibt es jetzt wieder was. Den Weg hier hoch nicht, aber hier gibt es eine Schatzkarte, Reliquien, alles da. Ab jetzt können wir wieder suchen. Da unten sehe ich doch schon die nächste Kiste. Da war ein Buch. Fast vorbeigelaufen. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Hat es doch bis hier geschafft, der Kollege. Und da das sein letztes Buch war, glaube ich nicht, dass wir nochmal was von ihm hören. Das Schlachthaus. Sehr schön. Da unten ist noch ein Buch. Beziehungsweise eine Kiste. Aus Banchang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Haben sie sich geklaut? Kam mit dem Boot oder keine Ahnung. Das ist aber echt grotesk hier.
So, was können wir hier machen? Wir haben ein, zwei Hebel und oben gibt es nochmal eine Ecke. Schade, da können wir nicht einfach so hochspringen, wie ich das gerade vermutet habe. Kommen wir überhaupt hier wieder hoch? Ja. So, dann gibt es hier eine Sprungrampe, da können wir dann noch darüber. Was bringt uns das? Da ist noch ein Buch. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Dieser blöde Drecksack, ey. Du hast es genau richtig verdient. So, was können wir jetzt hier mit den Dinger machen? Kurble mal an. Ja, da geht's nicht weiter. Faszinierend. Denn kletter mal erstmal hier hoch. Hier gibt's noch ein paar Skelette aufgereiht. Sehr schön. Das Essen für die nächsten 3 Wochen. Alles bereitgelegt. Rück mal ein Stück. Hier haben wir noch eine Karte. Sehr schön. Und eine Kiste. So. Hätten wir gar nicht hingemusst anscheinend. In dem Raum haben wir alles. Da hinten gibt's noch ein Dokument. Und da ganz hinten gibt es die letzte Reliquie. Gut. Denn müssen wir wahrscheinlich uns erstmal ein bisschen wehtun und von hier mal probieren. So, geht das noch Zeit? Nö. Was ist das da? Muss man das aufspringen? Zum Sprengen ist das nicht geeignet. So, haben wir wieder ordentlich Pfeile verbraten. Und kurbeln jetzt hier nochmal. Ein Käfig, sehr schön. So, haben wir jetzt oben. Und jetzt müssen wir in das Loch hier zurück. Nee, lieber nicht. Das sieht nicht so schön aus. Dann machen wir mal lieber hier wieder zu. Nicht, dass da noch irgendwer reinfällt. In seinen Tod stolpert und so. Und dann stellen wir den Käfig da oben drauf. Der rastet ja wahrscheinlich genau in diesem Loch ein. Und dann geht die Tür auf, oder? Nö. Ach, da kann man ziehen. Welchen Sinn hat das Ziehen? Ach, wir ziehen von der anderen Seite. Okay. Und dann knallen wir da oben das kaputt. Haben wir aber gut verbeult da unten, ne? So, jetzt auch. Komm. Sam, wir kommen! Funktioniert nicht. Es muss einen anderen Weg durch die Wand geben. Noch höher. Jetzt muss doch wieder höher. Aber wir haben keine Spitze mehr unten dran. Hat das einen Grund gehabt? Hätte uns das Ding sonst irgendwie einen Kopf geschlagen oder so? So, jetzt. Der zweite Versuch. Und kling. So macht man das. Ich muss irgendwie darauf kommen. So, der hängt jetzt da. Und wir können da drauf. Sehr schön. So, dann einmal darüber. Das funktioniert natürlich so nicht.
Wie soll denn das sonst funktionieren? Wir können von hier auch nicht darüber. Das heißt, wir müssen von hier... Das war ja eben schon gar nicht verkehrt. Mit, wir müssen da hoch. Jetzt ist halt nur die Frage, wie macht man von hier aus weiter? Holla, holla. Kein Quatsch machen. Ich würde ja von der Theorie sagen, ja. Wir müssen den auch nochmal schwingen lassen. Dass wir da rüberkommen. Der wird ja noch ein bisschen nachpendeln, ja. So. Na. Verdammt. Aber wie soll das denn funktionieren? Oder wir müssen, wenn wir ihn hier ranziehen, gleich drauf springen. Das könnte auch noch eine Idee sein. So, dann komm mal her. Nein. Zu hoch. Oh, way too high. Ja, wie soll das denn sonst funktionieren? Der haut uns hier einfach nur in den Kopf. Klingelt da an. Das ist aber genau die Höhe, die wir brauchen. Und das wird so nix. Ich verstehe es nicht. I don't understand what she want from me. Oder müssen wir doch von hier oben? Ja, das sieht doch besser aus, oder? Den Sprung schaffe ich. Nein! Das hätte schief gehen können. Naja, auf ein neues. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. So. Zieh, Mädels, zieh! Und drauf auf die Bude. So. Das war jetzt easy. Und hallo Kimiko. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte! Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Genau so sieht das aus. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ein Geocache, ein Geocache, ein Geocache. Nein, ein Buch. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Hm.
Harte Worte, aber scheint ja nicht so geklappt zu haben, wie sie sich das vorgestellt hat. So, ich habe gesehen, hier können wir noch was aufbuxieren, genau. Das Ding, wo wir gerade hergekommen sind. Bringt uns zwar nichts, aber wir können es ja erstmal machen. Die Tür bleibt trotzdem zu. Aber wir haben den Riegel gelöst. So, und da würde ich sagen, machen wir nochmal einen kurzen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin.